Hoi, Chamas und Chipheads, hier ist wieder euer Fuchsen mit einer neuen Folge von Shadowrun Returns. Wir haben die Nacht verbracht in einem riesigen Konzerngebäude von Telestrian Industries, um herauszufinden, was es mit dem Projekt Aegis auf sich hat. Und diese Nacht mussten wir dort alleine verbringen, insofern schauen wir mal schnell rein, was hier sich so ergibt. Okay. Baron Samedi meldet sich. Ja, ein bisschen. Der kann ruhig merken, dass das nicht so super war. Okay. Ja, das, ich finde es etwas demütigend, dass man als Reger ständig als Hausmeister rumrennen muss. Naja, okay. Nichts gegen Hausmeister. Aber das ist schon was anderes. Na naja, gut, hinein. So. Außerdem, was einmal klappt, klappt auch beim zweiten Mal, wa? Hinein. Wir sind ja jetzt auch gut getarnt, insofern gibt es hier keine Probleme. Können wir direkt durchgehen. Keiner wird uns ansprechen oder unsere Anwesenheit seltsam finden. Okay, hätten wir der Tatortreiniger. Ja, gucken wir uns das mal alles an hier. Gucki, gucki. Ach, so haben wir das hinterlassen gestern. Das ist ja auch interessant. So, wir machen mal einen kleinen Quicksave, weil ich befürchte, dass es jetzt hier auch schon wieder... Ah, gucken wir mal. Okay. Geht er weg und einer steht noch da. Alles klar. Stand er da oben vorhin noch? Ja gut, gucken wir mal durch, was da so los ist. Gucken wir uns alles mal an, wie das hier so aussieht. Meine Güte. Wahnsinn. Telestrian Tech Worker. So. Okay, den haben wir jetzt mal rausgeschickt. Sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft. Apropos Karma, können wir gerade mal reingucken. Wir sind nämlich wieder bei 8 Karma angekommen. Ich glaube, 9 würde das jetzt kosten, ne? Hier. Die Drone Ability hochzustellen. Ja, ich vermute aber fast, dass es nicht 5 sind, sondern tatsächlich der Grundwert 2 ist. Und plus 2 heißt dann, dass es 4 sind. Und dass meine Vermutung beim letzten Mal ein bisschen falsch war, wir insofern vielleicht besser tatsächlich hier in die
Quickness reingehen, um noch besser zu treffen. Oder in Body. Oder in Charisma, Leute. Ich meine, warum nicht? Man kann ja mal in Charisma reingehen. Dann nehmen wir das mal so mit und nehmen mal Shadowrunner. Ich finde es auch immer schön, wenn das ein bisschen in die Richtung geht, dass wir auch ein bisschen Roleplay machen bei so einem Roleplay und nicht nur nach den super guten Werten suchen und nachher eigentlich nur unzufrieden sind. Ne? Das machen wir so. Also haben wir jetzt mal genug Erfahrung gesammelt, dass wir auch im Shadowrun Ahnung haben und eine Etikette dort bekommen haben. Alles klar. Gucken wir mal hier gerade rein. Was hat er denn da noch drin gemacht? Ja, das nehmen wir mal mit. Matrix LAN Parts. Okay. Das ist hier auf jeden Fall schon mal ordentlich sauber gemacht worden. Findest du nicht auch? Okay, der lässt uns nicht durch. Alles klar, gucken wir gerade hier rein. Hier ist auch zwischenzeitlich nichts Neues aufgeploppt. Gut. Dann können wir mal gucken, ob wir jetzt hier mit der Wache nochmal sprechen können. Sehr gut. Boah, das hat sogar genau was gebracht, Leute. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. So, weg ist er. Sehr, sehr gut. Okay, da kommt der Comlink-Chip hin. Nochmal 2 Karma. Ja, so macht das Spaß, wa? Gut, das haben wir alles platziert. Dann gucken wir weiter. Auch hier müssen wir was platzieren. Gucken wir mal. I have to say, at this point it's not looking good. Don't know what... Ah, Hallöchen. Also diese Elfen haben immer was sehr Feminines im Blick. Na gut, was soll's. Okay, der soll also hier bleiben und warten, dass er Ärger kriegt. Dann sagen wir doch mal ihm jetzt mal, dass er mal abhauen soll. So, na das war doch super. Alles klar, dann können wir auch hier an das Panel dran. Sehr gut, nochmal 2. Wobei ich jetzt auch mal gerade reingucken kann. Denn mit 5 könnten wir tatsächlich auch wieder bei uns in die Quickness reingehen. Ja, das ist gut. So. Okay. Hier kommen wir nicht hin. Schon. So, hier ist auch nichts mehr zum Angrabbeln. Okay, das haben wir alles. Und mal hier oben gerade rein. Ja, jetzt bleibt uns nur noch mit ihm zu sprechen. Vielleicht haben wir jetzt eine andere Dialogoption freigeschaltet.
Alles klar. So, da sind wir wieder. Und jetzt kommen wir auch hier in das Büro rein. Das Schöne ist, dass sie uns immer alleine lassen, ne? Das heißt, da können wir immer fröhlich. Die Paintings. Duty. Duty. Duty over everything. Nein. Duty is everything. Unity. Ja, dann kommt hier Duty. Sehr gut. Kommen wir noch nicht durch, oder wie? Was war das hier noch gleich? Independence? Nee, wahrscheinlich Vigilance. Tja, bitte. Sehr gut. Auf geht's, okay. Da ist er. Eine Half-Smoked Cigar. Der können wir die DNA benutzen. Und die hier rübersetzen. Und dann müssen wir Aegis haben. Sehr gut. Und raus. Einfach nur noch raus. Schnell raus. Was ich alles nicht kann. Na komm. Und heute wieder nervöses Klicken. So, mit ein bisschen Glück war es das jetzt. Sehr gut. McCluskey, na guck mal einer an. Tja. Hat der uns jetzt ertappt, oder was?
Okay, Mr. Telestrin. Tja, jetzt werden wir mal verschleppt von der Polizei sozusagen. Na toll. Richtig nett haben sie uns behandelt. Auf geht's. Okay. Mr. Quoth. McCluskey. Schöner Vatermörderkragen. Ist das nicht hübsch hier bei den Elfen? Ja, ne? Mal gerade ein bisschen reingucken. Algernon. Ach was. Okay. Interessant. Dann sprechen wir mal mit dem. James Telestrian der Dritte. Wow. Okay. Das ist ein ziemlich beeindruckender Kragen. Gut. Na, guck mal an, die Marie-Louise heißt mit Nachnamen Telestrian. Wer hätte das gedacht? Ja, und jetzt steht sie sogar auch. Natürlich sehr glücklich. Nicht glücklich, sondern freundlich. Wow. Das gefällt mir gut. Okay. Ja, speak slowly with a deep, melodious German accent. Das ist so, wie wenn ich Englisch rede. Naja, ich bemühe mich, dass man es nicht so hört. Wow, 9000 Jahre früher. Wer ist das denn?
Ja, ein Insektenschamane, Käferschamane, Giftschamane, toxischer Schamane heißt es, glaube ich. Ja, dass die dann so eine Deckorganisation von Leichtgläubigen haben, wie diese Universal Brotherhood. Wir arbeiten für eine bessere Welt, indem wir uns selbst verbessern. Das natürlich sehr naiv ist. Das versteht man. Eine Invasion von Käfergeistern. Oh Mann. Da sind wir ja in einem ganz schön tief in das Ganze reingekommen. Ist auch lustig, ne? You have engaged the enemy. Ein multidimensionales Käferspray. Ja, da sind wir wirklich flattert. Nuyen. Anscheinend wissen die, worum es geht. Da können wir jetzt wahrscheinlich auch mal das Nephilim-Netzwerk benutzen, wenn die tatsächlich so viel besser sind. Gut. Und 8 Karma. Wow. Okay. Die wollen es wissen. Also wollen es wissen, dass wir es wissen. Oder so. Tja, ich denke, dass wir das mal klügerweise. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ob wir das jetzt geschickterweise reintun. Vielleicht auch in Biotech. Dass man mehr Hitpoints zurückkriegt. Charisma, Spirit Summoning. Gut, dann gehen wir mal hier in den Körperbau rein. Gibt es denn da noch ein? Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann halten wir mehr aus. Harley Quinn, gucken wir erstmal, was Hans Brackhaus zu erzählen hat. Wie kommen die denn hierher? So lange brauchen die also, okay.
so, Algernon, der verkauft uns jetzt bestimmt noch irgendwas. Tja, er ist vor allen Dingen lustig. Das kann man mal sagen. Nein, wir brauchen keine Magie von ihm, denn wir sind ja Rigger. Wir könnten mal gucken, was hier der James Telestrian noch zu sagen hat. Darüber hinaus. Tja, schau mal einer an. Melinda Watts ist blutsverwandt. Mit Marie-Louise. Tja, wie kommt das denn? Tudum. Tja, wer hat denn da wohl sein? Naja, wir wollen ja, dass es jugendfrei bleibt, ne? So, gerade mal gucken. Was ist hier mit McCluskey? Er ist wirklich ziemlich. Naja. Was ist hier los? Kommen wir hier noch tiefer? Da kommen wir nicht mehr weiter südlich. Kommen wir gerade rein. Ja, Marie-Louise können wir mal angucken. Tja, und mit einem Mal ist man wieder mittendrin in diesem riesigen Machtgeflecht. Baron Samedi ist mit ihr zusammen. Tja, okay. Guck mal, können wir hier. Nee, das sieht sehr abgeschnitten aus. Und vor allen Dingen so, als müsste das auch so bleiben. Gucken uns mal die Outfits an, was wir noch so haben. Corp Mage, The Mechanic. Ja, das ist auch so. Wie wir das überlegt haben, also wie das wahrscheinlich war, dass wir das schon das Beste da schon haben. Okay. Dann können wir mal. Ja, gucken wir doch mal an. Ach, sehr schön. Na, ich vermute, dass das so das Beste sein wird. Zweimal Strength und einmal, wobei Quickness ist eigentlich unsers, ne? Wir sind hier eigentlich mehr in Quickness unterwegs. Quickness und Dodge.
Na komm, ein Bein und das Ding hier, das dürfte reichen. Ja, alles klar. Können wir uns die Gear nochmal gerade anschauen. Drones, Guardian, Wolfhound. Tja, können überlegen, ob wir uns das noch gönnen hier. Und dann das andere Dingen. Rausnehmen. Einfach weil es Klasse S ist. So. Ja, hier können wir jetzt tatsächlich alles nochmal mitnehmen, was wir haben wollten. Ich vermute auch, dass wir den ganzen Quatsch auch noch brauchen werden. Insofern gehen wir das mal alles schön aus. Das wird ja jetzt ein richtiger Showdown hier. Wo ist denn unsere? Tja, das haben wir jetzt gar nicht, ne? Wahrscheinlich ist das tatsächlich das Beste, was wir da haben. 18. Mit Smart Link. Ja, komm. Gucken wir mal, ob wir das noch kriegen können. Ne, können wir nicht kriegen. Schade. Die weg, Wolfhound rein. So. Wie gesagt, er kriegt zweimal hier das Große. Gut, gucken wir uns das mal an. Dann sind wir jetzt fertig. Haben hier zweimal die Drohnen. Die kleine Zusatzdrohne. Gucken wir mal. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die gute Entscheidung war. Wir sind auf jeden Fall jetzt kräftig gerüstet und vorbereitet und es geht auch direkt rein. So. Hätte tatsächlich die Smart Link einfach weglassen können, aber was soll's. Was kann der denn? Das ist ein Magier, ja? Sehe ich das richtig? Range Combat, Spellcasting. Ja, ist ein Magier. Alles klar. Oh, das ist doch ganz gut. Dann gucken wir mal ins Nephilim Network. Ja, da waren wir ein bisschen greedy hier unterwegs. Aber das ist ja nicht schlimm, denn der scheint ja ganz gut zu sein hier. Und der hat auch einen Aegis Launcher dabei. Haben wir auch dabei. Na gut. Dann hätten wir fast das hier gar nicht so machen müssen, ne? Das ärgert mich ja jetzt fast. Ja. Nee, das ist dann so. Kommt, Leute, was soll's. Kräftig rein. Nee, für dem Netzwerk? Nur, dass wir da ein bisschen mehr haben. Das wäre, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Skills. A4 ist halt nicht so toll, ehrlich gesagt, ne?
Der kann ja so heißen, wie er will. Techno-Schamane. Master Combat Adept, Burned Out Mage. Der hat halt nur unheimlich viel. Kampfdecker, Kampfrigger. Komm, wir nehmen den mit. Was soll das denn? Hinein! Ganz genau. Und so beginnt jetzt auch die Jagd, indem wir uns wieder diesem Insektenschamanen stellen. Meine Güte, Leute, das ist ganz schön krass. Also, wir haben jetzt schon ein bisschen, da ich mir davon ausgehe, dass die nächste Folge etwas länger werden wird, werden wir jetzt hier unterbrechen. Es war jetzt nicht ganz so viel los. Mehr ein bisschen Story-Outline gehabt. Aber auch das muss ja sein. Jede gute Story braucht auch ihre Tiefe und die hatten wir in der letzten Folge. Ich wünsche euch einen tollen Tag und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, lasst mir einen Daumen da oder einen Kommentar oder beides und bis demnächst.